Nolde ist ein Maler, der sich intensiv mit der Natur aus im weitesten Sinn auseinandergesetzt hat, mit Landschaften, mit der Urgewalt des Meeres, mit Blumen, Blumengärten, aber auch hat er die Natur mystifiziert. Wir haben eine vergleichbare Situation, sie ist ganz anders, aber dennoch ein bisschen korrespondiert es damit in Seebüll. Nolde hat sich in Seebüll ein eigenes Haus gebaut, ein sehr modernes Haus, 1927 auf einer hohen Warft, und hat dieses Haus mit einem Blumengarten umgeben. Auch hier haben wir die Situation, dass Architektur, Garten, Landschaft und Kunst eng miteinander korrespondieren. Und ich glaube, das ist das Faszinosum in Seebüll, aber auch das ist das Besondere der Ausstellung hier in Baden-Baden. Ich habe bisher viele Nolde-Ausstellungen gemacht, aber in dieser Intensität von Natur und Kunst habe ich es bisher noch nicht erlebt.